Aber diese Nacht ist gesegnet. Allah hat diese Nacht ausgezeichnet, gesegnet. Und er sagte, sie ist so gesegnet, dass sie bedeutsamer ist, besser als 1000 Monate. Jetzt kann man das schön umrechnen, 1000 Monate, das sind ungefähr 83 Jahre. Also mehr als 80 Jahre. Das heißt, wenn du in dieser Nacht Gottesdienst verrichtet hast, du hast die ganze Nacht quasi im Gottesdienst verrichtet, Ibadah, sorgsam genutzt, dann ist es so, als wenn du 83 Jahre im Gottesdienst verbracht hast. Und wenn man das vielleicht nochmal mehrere Jahre hintereinander macht, 50 Jahre hintereinander, dann hast du am Ende tatsächlich die Belohnung oder den Gottesdienst von 4000 Jahren. 50 Jahre hintereinander, jedes Jahr die Nacht sorgsam genutzt, nur eine einzige Nacht. Die Belohnung, als wenn du 4000 Jahre im Gebet gestanden hättest. Tatsächlich ist es eine sehr, sehr schöne Sache, besonders für die Geschwister, die vielleicht sehr spät zur Religion zurückgefunden haben. Manchmal hast du Leute so 50, 60 Jahre. Das ganze Leben haben sie nichts mit Islam zu tun gehabt. Jetzt kommen sie zurück. Und die denken manchmal, wie kann ich das alles wieder aufholen? Man vergleicht sich mit den anderen, die haben schon 50 Jahre gebetet und gefastet und alles Mögliche gemacht. Aber gerade diese Leute, die können sagen, okay, ich nehme diese Nacht, diese eine Nacht. Und wenn ich sie richtig gut nutze, kann ich damit das aufholen, was ich vielleicht in mehr als 80 Jahren verschlafen habe. Ein besonderes Geschenk für sie. Und wenn man viele Sünden gemacht hat, Sünden, die für 80 Jahre reichen, wirklich Sünden, die, damit kannst du dein ganzes Leben war einfach voll von Sünden, hast du eine schönere Gelegenheit, Allahs Barmherzigkeit zu bekommen in dieser Nacht. Eine Nacht benutzt du für deine Reue und der Segen, der in diese Reue gegeben wird, er macht vielleicht das wett, was du in 80 Jahren tatsächlich alles vermasselt hast. So eine besondere Nacht ist das. Aber es ist nicht nur die Belohnung für gute Taten. Gelehrte haben darüber schon kommentiert, dass allgemein für irgendwas Gutes, du kannst am besten diese Nacht dafür benutzen. Diese Nacht, selbst wenn du hast zum Beispiel zwei Familienmitglieder, die miteinander zerstritten sind und du willst Frieden zwischen ihnen stiften. Da haben einige Gelehrte gesagt, nimm mal diese Nacht. Ganz besonders in dieser Nacht ist so unendlich viel Baraka. Geh zu denen hin, versuch ein bisschen Frieden zu stiften. Was immer du an Gutem machen willst, nutze diese gesegnete Zeit. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب